So, guten Abend nochmal hier aus der Stierkampf Arena aus Halle an der Saale vom Eishockeyspiel Saale Bulls gegen den Krefelder e.V. 81. 5:1 im ersten Drittel, 4:1 im zweiten, 1:1 dann ausgeglichen im letzten, ergibt 10:3 der 50. zweistellige Sieg der Saale Bulls. 49:30 Torschüsse, 8:8 Strafminuten. Tja, das sind die Zahlen, die nackten Zahlen. Beide Trainer sind da, Ryan Foster für die Saale Bulls und Elmar Schmitz für Krefeld. Guten Abend, Herr Schmitz. Wie immer, die Gäste haben das erste Wort. Ja, erstmal Glückwunsch zum klaren Sieg. Über verdient braucht man bei so einem Spiel dann, glaube ich, nicht reden. Wir sind ganz, ganz schlecht ins Spiel gestartet. Oder ich sag mal so, wir hatten die ersten zwei Wechsel, waren sehr gut. Ja, da hätten wir sogar ein Tor schießen können, wenn nicht müssen. Und dann haben wir halt 4, 5 Jungs heute dabei gehabt, die erste Mal auf dem Niveau spielen. Und wenn deine dritte Reihe nach 3 Wechseln -3 ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, hier nochmal ins Spiel zu kommen. Und wir konnten den Kader dann auch nicht so reduzieren, so schnell, um das aufzuhalten. Da haben wir dann sukzessive gemacht. Das ist nicht schlimm. Die Jungs müssen das lernen, die jetzt gerade auch wieder neu dazugestoßen sind, die in der Liga sind. Aber allzu oft sollte das dann nicht passieren. Danke, Herr Schmitz. Ryan, deine Einschätzung? Ja, ich meine, ich finde immer halt von dem Ergebnis her, es sagt nicht die wahre Geschichte. Ich meine, zwar, so wie der Elmar gesagt hat, mir hat nicht gefallen, die ersten paar Wechsel von uns. Haben wir eine Top-Chance zugelassen in den ersten Wechsel. Gott sei Dank haben wir natürlich 4, 5 Tore geschossen, wobei ich glaube, wir haben nur 5, 6 Schüsse aufs Tor. Ich glaube, der Torhüter von ihnen hat eigentlich einen schlechten Tag erwischt, zu unser Vorteil. Ab dem zweiten Drittel, nach den 30 Minuten, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind. Wir haben die Scheibe schnell laufen lassen. Aber so wie gesagt, die erste Drittel war, obwohl die 5-1-Führung ein bisschen schlampig in unserer Defensivzone, viele Fehlpässe. Aber grundsätzlich bin ich natürlich zufrieden mit dem 10-3-Sieg heute. Danke, Ryan. Herr Schmitz, wir haben einen Spieler, so will ich mal rausgreifen, den haben wir auch im Stream immer mal besprochen, die 85, Luca Hauf, 16 Jahre und zeigt schon, also er hat sich öfter mal in Szene gesetzt, zeigt schon großes Können. Ich fand, er hat überragend gespielt heute. Also als 16-Jähriger neu in der Liga, aber wir haben auch Rutkowski, der letztes Jahr schon komplett mitgespielt hat, sehr stark. Kiedewitz von Anfang an stark, schon im letzten Heimspiel gut. Und das ist, was ich sage, die jetzt dabei waren, dass Luca sehr talentiert ist, das wissen wir, darum haben wir ihn auch da und darum spielt er auch hier. Und die anderen, die schon gespielt haben, haben einen guten Job gemacht. Wenn man auch sieht, wir haben 30 Mal auswärts aufs Tor geschossen, ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber hinten muss man halt merken, der Schlüssel in dieser Liga bei den guten Gegnern ist die defensive Zone. Und da muss man einfach im Zweikampf besser spielen. Und sonst ist, wie Ryan gesagt hat, Spieler von der Qualität brauchen 5 Schüsse, um 4 Tore zu machen. Und dann ist das Spiel halt weg. Jüngster Altersschnitt trotzdem in der Liga und das wird was. Vielen Dank fürs Hiersein. Am Freitag geht es dann zu Hause gegen Hamburg. Viel Erfolg. Wir spielen Freitag hier gegen Herne. Wir freuen uns auf ein kurzes Wiedersehen mit Danny Albrecht als Coach und sagen dann gute Nacht überall hin, wo ihr uns zugesehen habt. Am Freitag dann ab 20 Uhr Saale Bulls gegen den Herner e.V. Bis dahin.